BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die von der damaligen grün-roten Landesregierung auf den Weg gebrachte Polizeireform soll überprüft werden. Das gaben heute Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobel bekannt. Die Reform sollte durch das Zusammenziehen der Polizeistrukturen auf 12 Regionalpräsidien die Strukturen straffen und mehr Polizisten auf die Straßen bringen. Das Resultat ist umstritten. Um ein komplettes Zurückdrehen geht es laut Innenminister Thomas Strobel aber nicht. Aus den 4 Landespolizeidirektionen Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen und 37 Polizei- und Regionalpräsidien und Direktionen werden im Zuge der grün-roten Polizeireform ab 2011 schließlich 12 regionale Polizeipräsidien. Das Ziel: Durch Konzentration und schlankere Strukturen sollten mehr Polizisten auf die Straßen kommen. Ab morgen werden die Ergebnisse der Reform, wie im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbart, auf ihre Effektivität überprüft, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobel am Dienstag in Stuttgart. Das ist auch das Kernanliegen der Landesregierung, dass die Polizei dort zur Stelle ist, wo sie gebraucht wird. Und das ist einer der Ansätze, mit dem die Reform auch evaluiert werden soll. Es geht darum, den Polizistinnen und Polizisten die bestmöglichen Rahmen und Arbeitsbedingungen zu geben, damit sie als eine orts- und bürgernahe Polizei ihre Arbeit optimal machen können, dass es ein Maximum an Sicherheit in diesem Lande Baden-Württemberg gibt. An beiden Punkten hatte es nach der grün-roten Polizeistrukturreform teils scharfe Kritik gegeben. CDU und FDP, aber auch Stimmen aus der Polizei kritisierten, die Regierung ziehe die Polizei zum Nachteil der Bürger raus aus der Fläche. Für Unmut sorgten damals auch neue Zuordnungen wie beim Zollernalbkreis. Der mit Reutlingen und Tübingen in der Region Neckaralb verbundene Kreis wanderte trotz Protesten zur Polizeidirektion Tuttlingen. Die Überprüfungen sollen schnell gehen. Es kann und darf nach meiner ganzen Überzeugung nicht sein, dass sich die Polizei länger als unbedingt nötig mit sich selber beschäftigt. Ich möchte so schnell als möglich, dass wir in Ruhe uns auf das konzentrieren, wofür die Polizei da ist, was sie am besten kann, was sie im Übrigen auch am liebsten macht und was sie in Baden-Württemberg hervorragend tut, nämlich Straftaten verhindern. Eine komplette Rückabwicklung soll es aber nicht geben. Bis im Frühjahr 2017 sollen die Ergebnisse des Lenkungsausschusses vorliegen. Den Vorsitz soll, mit neutralem Blick von außen, der ehemalige bayerische Polizeipräsident Waldemar Kindler übernehmen. Neben dem Innen-, Finanz- und Staatsministerium, dem Polizeipräsidenten und der Opferorganisation Weißer Ring wird unter anderem auch der Städtetag vertreten sein. Die Regierung will auch beide Polizeigewerkschaften einbeziehen. 8 Baumaßnahmen in den Polizeipräsidien Karlsruhe, Konstanz, Ludwigsburg, Offenburg und Rottweil werden zwar im Haushalt berücksichtigt, aber bis nach der Überprüfung eingefroren. Nur eine Woche nach dem Steinwurf auf die A7 bei Heidenheim, bei dem mehrere Insassen eines PKW schwer verletzt wurden, hat es jetzt einen ähnlichen Vorfall bei Balingen gegeben. Dort warfen am frühen Montagmorgen gegen 5.55 Uhr unbekannte zahlreiche Gegenstände auf die B444, unter anderem einen Stein, einen Leitpfosten und eine Pylone. Ein Unglück gab es dabei nicht. Ein Autofahrer konnte mit einer Vollbremsung gerade noch ausweichen. Die Polizei machte in der Nähe eine Gruppe von 4 Jugendlichen aus, diese bestritten aber die Tat. Jetzt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Einen weiteren Vorfall gab es dann gegen 17.17 Uhr auf der Bundesstraße 31A in Freiburg. Unbekannte Jugendliche warfen zielgerichtet Gegenstände auf die Autos. Eine 41-Jährige konnte knapp ausweichen. Der ehemalige baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid, SPD, hier Archivbilder, will laut SWR-Informationen in den Bundestag. Der Reutlinger Landtagsabgeordnete und noch SPD-Landesvorsitzende soll demnach den Platz des Bundestagsabgeordneten Rainer Arnold im Wahlkreis Nürtingen übernehmen. Arnold tritt nicht mehr an. Ein Direktmandat hatte die SPD bei den Bundestagswahlen 2013 aber dort verpasst. Nach einem historisch schlechten Wahlergebnis bei den Landtagswahlen im März gibt Schmid den Parteivorsitz in diesem Herbst ab. In Stuttgart sind zwei 22 Jahre alte Männer am frühen Montagmorgen von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Einer der beiden musste notoperiert werden. Er schwebt in Lebensgefahr.
Laut Polizei hatten sich die beiden 22-Jährigen auf der Straße unterhalten, als ein Dritter dazukam und mit den beiden in Streit geriet. In der Folge habe der Unbekannte zugestochen. Das andere Opfer erlitt Schnittverletzungen am Kopf und musste ambulant behandelt werden. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Soweit die BB1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bb1.de. Auf Wiedersehen. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Dabei bekommt der Süden zwar mehr Sonne ab, dafür aber niedrigere Temperaturen. Die Werte im Land zwischen 8 und 15 Grad. Der Donnerstag zeigt sich dann vor allem im Norden regnerisch. Im Süden ist es eher leicht bewölkt und trocken. In Freiburg wird es mit 16 Grad am wärmsten. Der Rest Baden-Württembergs liegt zwischen 9 und 14 Grad.